Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Wo hat die denn jetzt auf einmal die Brüste her? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Ich bin sicher, Dad ist dafür nichts zu teuer. Toll. Was? Wenn dein Dad tief in die Taschen greift und wir eine riesen Hochzeit feiern, denkt man, ich heirate dich wegen des Geldes. Die denken sicher, du heiratest mich, weil ich so heiß bin. Julia. Nee. Alex, das mit dem Geld macht mir nichts aus, aber dir offensichtlich schon. Und das gefällt mir nicht. Was heißt das? Soll ich was ändern? Im Ernst? Keine Ahnung. Aber wir sind hier. Und wir sind verlobt. Also leben wir im Jetzt. Im Moment. Vielleicht wird alles gut. Im Moment? Ja. Klar. Okay. Ich komme damit nicht klar. Alex. Wo ist mein Bruder? Ich weiß nicht. Das sagst du häufiger. Hör auf. Ich werde ihn suchen gehen. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein. Ich war... abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... weiß schon, irgendwas Magisches? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Warum hakt das zwischendurch immer so? Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Und? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Antrag? Erleichtert, ehrlich. Das hatte ich schon lange vor. Das sind jetzt die Bilder von vorhin, ja? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Dass du mal sesshaft wirst. Okay. Ich bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Also was ich jetzt schon verstanden habe, aber was ich jetzt noch nicht gesagt habe, weil ich jetzt die Szenen nicht unterbrechen wollte, dass verstanden, ich vermute es eher, dass wir jetzt quasi die Geschichte untersuchen, was zu dem Zeitpunkt passiert ist mit der ersten Szene, die wir hatten. Hat die das jetzt untersucht? Keine Angst, ich komme mit und pass auf. Das wollte ich aber auch nicht holen, ne? Moment, die soll ja in ihre eigene Kabine, denke ich mal, reingehen. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Lass mir doch erstmal die Zeit. Hab ihn. Gehen wir hoch. Können wir drüber reden, was passiert ist? Später, Alex, okay? Genau hier.
Hey, immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Dekompressionskrankheit. Merritt. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheit. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Mir ist das egal. Bierzeit. Die kann sterben, das ist mir egal. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Clever. Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey, sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach komm schon, niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein und die Frau wird hysterisch. Und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Igitt. Okay, also, wer war's? Also, die Frau... Immer noch hysterisch, sagt ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten.
Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Ja, es war so klar. Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ach komm, das war nicht gruselig. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Das jetzt die Typen von dem Schiff? Ja, falsche Seite, scheiße. Das waren keine Japaner, oder? Doch, das war aber der Typ. Na komm, wir knibbeln den auch mal. Wir sind ja fair. Mist, der Bart ist nicht abgegangen. Sie ist die einzige Intelligente da drauf. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr.
Leute. Wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Ja, wie auch, wenn ihr beide gefesselt seid. Es war die richtige Seite. Aber es hat nichts geholfen, oder? Arschloch. Dich komme ich später holen. Also es ist irgendwie einfacher, wenn man links rechts drücken muss, als wenn man bestimmte Tasten drücken muss innerhalb von 2 Sekunden. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Nee, bitte nicht die Entscheidung. Ich würde ihn ja selber rauswerfen. Was wollt ihr, Wichser, denn? Langsam. Ruhig. Er hätte eh gemacht, was er machen wollte, also von daher. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Geh weg! Weg von mir! Julia, sie kommen zurück. Ohne dein Messer wärst du aber nicht so großkotzig, Junge. Liz auch nicht. Liz scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut, schon gut. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Sechs, sieben, acht.
Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ jetzt mit der sieht Knarre. Sieht man es richtig, dass sie dann das vom Ohr abgeschnitten hat? 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. 1, 2. Junge, auf 3, du sollst mitmachen. Conrad, geh auf das Boot. Achso, das ist ja dieses... Du kannst mich mal. Conny, jetzt! Oh, warum drücke ich denn die ganze Zeit A, wenn du Trottel es versaust? Und ja, ich habe W gedrückt. Du bist echt blöde. Conrad! Bring sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setz euch! Der Typ guckt den nicht an, hat die Pistole direkt vor dem anderen hängen. Und der versucht nicht danach zu greifen? Was ist das denn für ein Lutscher? Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Ossot! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei Gold? Du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay, jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihn vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich habe echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Oh, das war die falsche. Ich geb's zu. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was?
irgendwas Krummes. Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Duke of Milan erbittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Hören Sie zu. Wir wurden gekidnappt. Wiederhole. SOS. Wir sind 20 Meilen nördlich von... Ah! Das war eine brillante Idee. Nein, 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 bitte nicht. Halt. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Das ist ein Arschloch, aber scheint mich irgendwie zu behauen. So hilfst du denen, indem du dich festhältst? Hallo? Hey! Bewegung! Jetzt! Gute Arbeit! Kümmerst dich nur um dich selbst! Tolle Arbeit, Fliss! Was ist passiert? Hallo? Ich habe euch gerade geholfen. Zumindest habe ich da drauf gedrückt. Brad ist unter dem Stockbett. Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen. Brad bleibt versteckt. Besser da unten als bei diesen Psychos. Oh ja, toll. Er stirbt vielleicht. Brad ist schon groß. Er kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Der wird ja nicht so dämlich sein und unter dem Bett bleiben, oder? Bevor er irgendwo ertrinkt, wird er wieder rauskommen. Ja, ich schätze, das ist einige Jahre danach. Wollen die das große Schiff jetzt entern oder was machen die da? Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest... Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.